first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? What will you become? Ja, hallo und willkommen bei Kane HD. Ja, heute mit einem neuen Spiel. Man sieht schon Conan Exiles in der Early Access Version. Und ich habe mich entschlossen, hier ein neues Gameplay anzufangen. Und ich weiß allerdings noch nicht, ob das wirklich sowas wird, wo dann irgendwann 200 Folgen online kommen oder so, oder ob es einfach nur angespielt wird. Ich habe das Spiel jetzt seit ungefähr 2 Tagen auf der Platte, habe da mal grob reingeschaut, und um euch einfach am Anfang ein bisschen auch zeigen zu können, wie das Ganze funktioniert. Und und damit will ich jetzt loslegen. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, es online zu spielen. Und es gibt den Einzelspieler-Koop-Modus. Und ich habe mich entschlossen, hier diesen Einzelspieler-Koop-Modus zu machen, weil weil ich hier mehr Möglichkeiten habe, um euch hier wirklich alles zu zeigen. Und man wird hier nicht von anderen Spielern in Anführungszeichen belästigt. Das ist ja alles ein bisschen einfacher und freier spielbar. Und hier gibt es auch ganz viele Einstellmöglichkeiten, von zivilisiert bis hin zu individuell. Und ich sage jetzt einfach mal hier zivilisiert. Das kann man im Nachhinein, kann man da noch alles Mögliche einstellen. Und sage jetzt mal hier spielen. Ja, jetzt hat man hier einen kurzen Ladebildschirm. So, und da geht es auch schon los, und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Charakterstellung los. Und wir haben hier einen männlichen, weiblichen Charakter natürlich, und ich würde in diesem Spiel gern den männlichen Charakter spielen. Ja, und hier hängen wir an so einem Kreuz und können jetzt hier loslegen mit der Volkauswahl. Und zwar gibt es hier ein ganz paar verschiedene Völker, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 verschiedene Völker. Inwiefern sich die Auswahl hier auf das Gameplay auswirkt, kann ich zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Die haben halt hier alle so ein bisschen verschiedene Geschichten. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied, was man jetzt hier nimmt, um euch das Spiel näher zu bringen. Genau, das sind hier die Völker, und ich würde mich hier für einen Nordheimer entscheiden. Ja? Die blonden Eiche und rothaarigen Vanir bilden das hellhäutige und blauäugige Volk, das über die Königreiche nördlich von Chimerien herrscht. Die unberechenbaren und wilden Nordheimer setzen ihre Statur und rohe Gewalt ein, um ihre Gegner in die Knie zu zwingen. Und das klingt doch ganz gut, das klingt doch nach Conan. Und deswegen hier der Nordheimer. So, jetzt gibt es hier verschiedene Religionen, die alle was anderes können. Und auch hier weiß ich nicht, inwiefern sich
die Religion auf das Gameplay auswirkt. Aber ich habe das hier mal genommen, weil hier finde ich das Logo am coolsten. Und ja, das sind die ja, Jemir oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ist der Herr der Stürme und Kriege. Frostriesen gelten als seine mächtigen Kinder und seine einzige Tochter Atali sucht angeblich die Schlachtfelder der Menschen heim und lockt sie in den eisigen Gefilden des Nordens in den Tod. Die Nordheimer erzählen, dass Krieger, die in der Schlacht fallen, nach Valhall gelangen, Ymirs große Festhalle, wo sie auf ewig feiern und kämpfen. Wird Ymir gerufen, nimmt er die Form eines Frostriesen mit einer gewaltigen Axt an und hinterlässt überall eine Spur aus Eis und Tod. Und das, dachte ich mir, klingt doch richtig gut und passt auch zu dem aktuellen Update. Es ist ein großes Update jetzt im August gekommen, Frozen North, und wo ein neues Gebiet hinzugekommen ist oder das Gebiet einfach vergrößert wurde, neue Waffen, neue Kampftechniken, der Levelaufstieg auf Level 60 und so weiter. Ja, was für mich auch ein Grund war, hier einfach mal loszulegen. So, jetzt geht's hier weiter mit der Stimme. Cut me down, please. The gods are watching. The gods are watching. The gods are watching. Death is coming. Hey! Naja, ich würde das Kräftige einfach mal nehmen. So, dann gibt's hier Kopfoptionen. Und zwar haben wir einmal das vorgefertigte Gesicht, was man auch noch ändern kann. Und ich finde das hier eigentlich ganz okay. So, die Nordheimer haben gesagt, die waren, na, jetzt machen wir erstmal die Hautfarbe. Der hängt ja schon ein bisschen am Kreuz, das heißt, den machen wir einfach mal ein bisschen brauner. Ja, und jetzt können wir die Haare wählen und hier gibt es verschiedene Haarmöglichkeiten wieder, also Frisuren natürlich. Ich gehe die mal hier der Reihe nach durch. Und dass man das mal gesehen hat, die finde ich am coolsten eigentlich. Ja, Glatze will ich nicht. Wobei, wenn man dann einen Helm auf hat, sieht man das eh nicht mehr. Also würde ich gern diese Frisur nehmen, die finde ich passt ganz gut. Und ja, es wurde ja gesagt, dass die Nordheimer ein blondes, blauäugiges Volk sind. Und deswegen würde ich sagen, machen wir den so blond, wobei ich das nie wirklich blond finde hier. Aber die Farbe finde ich ganz cool. So, dann haben wir noch die Augenbrauen. Da gibt es auch verschiedene wieder hier. Ich gehe die wieder kurz durch. Das hat so ein bisschen was von Edmund Stoiber hier, oder? So. Genau, da keine Augenbrauen. Und ich würde hier mich für die entscheiden. Also, oder vielleicht sogar die. Na, die gefallen mir besser. Und ja, die machen wir auch in diesem Blondton. So, die Gesichtsbehaarung gibt es hier verschiedene Bärte. Wir machen den erstmal in der richtigen Farbe so. Und dann gibt es hier, ja, so kein Bart. Und dann hier so ein ja, schön geschnittener Bart. Ein bisschen wilderer Bart. Der ist noch ein Ticken länger gewachsen. Ja, der auch. Ja, auch wieder ein längerer Bart. So ein Spitzbärtchen mit so geflochtenen Zöpfchen. Hier mit einem. Und hier noch so ein Gesichts-M. Und mir gefällt persönlich der hier eigentlich am besten, weil der passt so ein bisschen zu so einem ja, rauen Krieger. So, Farbe, da müssen wir nochmal gucken irgendwie. Das ist die richtige Farbe, oder? Ja, so, ne? So, Kosmetik haben wir noch. Lippen können wir nichts einstellen, aber Augenschattierung können wir hier noch machen. Und ich weiß nicht, ob ich das haben will. Ich glaube, ich lasse die hier einfach mal so weg. So, Gesichtsdetails. Hier kann man auch alles Mögliche ändern. Kinnbreite, Kiefernbreite, Kinnbreite. Das finde ich so, wie das Gesicht aussieht, finde ich das alles eigentlich super. Breite Größe. Die Nase können wir vielleicht noch einen Ticken breiter machen. So, dann ja, den Mund, den kann man noch anpassen. Die Ohren, die sieht man jetzt eh nicht. Und hier können wir die Augen noch ändern. Und zwar haben wir gesagt, blaue Augen. Und das ist... Das finde ich richtig krass. Das sieht krass aus. Aber das ist ein bisschen natürlicher, oder? Ich würde sagen, die Augenfarbe lassen wir. So, und dann geht es weiter mit den Körpermerkmalen. Hier kann man zwischen klein, mittel und groß oder den Schieberegler halt anpassen. Und ich würde ja, den einfach mal mittelgroß machen. Ja, und bei der Statur gibt es hier im Online-Spiel die Möglichkeit, den komplett nackt darzustellen.
Und da kann man dann hier an dem Regler quasi sagen, wie groß sein Johannes ist hier, ne? Und kann da die Größe einstellen. Aber ja, die Frauen sind dann entsprechend halt auch nackt. Und aber wir lassen das hier alles an, zumal es ja auf YouTube geladen werden soll. Und da muss ich mal eben ein bisschen gucken, was da los ist. Das Spiel hat übrigens keine Altersbegrenzung, wobei meine persönliche Meinung ist, dass das doch hier FSK 18 ist. Also alle, das ist schon recht blutig, dieses Spiel. Nur schon mal im vorher gesagt. Aber wie gesagt, das Spiel hat keine Altersbegrenzung. Von daher auch hier auf YouTube nicht auf eine Altersbegrenzung eingestellt. Ja, und die Statur kann man hier noch ändern in definiertere Muskeln und keine. Ne, so. Wobei keine auch schon ziemlich heftig bei ihm ist. Und ich würde sagen, wir machen das mal so. Ja, die Brustgröße, die ist okay. Und ja, sein Johannes, der wird schon so passen und sagen, Charakter fertigstellen. Und wie nennen wir den? Wir nennen ihn natürlich Kane HD. Wobei ich überlege, HD lassen wir, glaube ich, weg. Wir nennen ihn einfach nur Kane. Und ja, Kane Nordheimer, folgender Verbrechen. Hier fehlt irgendwie ein bisschen Text. Also wird wahrscheinlich angeklagt, folgendes Verbrechen zur Verbannung und Tod verursacht zu haben. Vielleicht, keine Ahnung, hier fehlt von hinten ein bisschen Text. Und zwar folgendes Anstacheln eines Aufstandes, Eidbruch und Zerstörung der vierten Mauer, was auch immer das ist. Ja, wer diesen Körper, egal ob lebend oder tot, vom Kreuz entfernt, wird gemeinsam mit allen Mitgliedern seiner Familie zu Tode geschunden. Und wir hoffen doch, dass sich trotzdem irgendeiner bereit erklärt, uns hier vom Kreuz abzuknüpfen und sagen hier bestätigen. Ja, und jetzt hat man hier so ein kleines Intro nochmal. Ja, und jetzt sieht man hier seinen Retter. Man sieht es ja recht schön im Trailer, ne? Wie quasi die Frau an das Kreuz genagelt ist oder gebunden ist und dann einer kommt und sie da losmacht. Ja. Schauen wir mal, wie das mit der Vertonung dann auch ist, ob das irgendwann alles dann auf Deutsch komplett vertont ist und so weiter. Ein paar Sachen sind hier noch Englisch, gerade auch fürs Addon. Sind auch einige Namen von Waffen und so weiter noch auf Englisch. Aber wie gesagt, das ist eine Early Access Version, also eine Vorab-Version. Und von daher ganz normal. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal diese Ego-Shooter-Perspektive oder man kann hier auch rauszoomen und das quasi auf eine, ja, ich spiele das immer am liebsten so, dass man den Charakter sieht. Ich mag das, wenn man das sieht, wenn ich sehe, wenn hinter mir einer angreift und so. Deswegen ist die Spielweise bei mir, wird diese sein von der Ansicht. Ja, und jetzt geht es eigentlich schon los. Wir müssen jetzt, hier starten wir in der Wüste, ne? Und wir müssen jetzt versuchen, hier in die Nähe des Wassers zu kommen. Und dafür haben wir eigentlich gar nicht viel Zeit. Deswegen halte ich mich jetzt gar nicht lang auf hier. Und wir nehmen zuerst hier von dem Stein diese Wasserflasche. Die kann man mit E aufheben und hier ist noch ein Brief. Ich bin geschlagen in den Ruinen Vergangenheit zum Sterben zurückgelassen. Ja, und der redet jetzt hier, ne? Ich bin geschlagen in der Ring Vergangenheit, sterben zurückgelassen. Hier sind noch andere Sklaven, Banditen und Kannibalen, Verbande aus Ländern, von denen ich noch nie gehört habe. Einige von ihnen versuchen, dem Ödland Leben abzutrotzen, indem sie in den Felsen und im Sand wühlen und eine neue Heimat zu finden. Ich kann nicht mehr, mein altes Leben verfolgt mich, die Sonne über den funkelnden Gipfeln. Von Belverus ist mir auf immer verwehrt der Duft der Haare meiner Tochter. Ich werde den Geisterwall passieren, auf das mich dieser verfluchte Land endlich töten möge. Wer auch immer diese Nachricht liest, ich hinterlasse ihm mein letztes Wasser und diese Botschaft. Fremder, du tust mir leid. Du ahnst nicht, wie sehr du verdammt bist. Und dann schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall hier seinen letzten Tropfen Wasser bekommen.
Und das ist auch gut so, denn wir brauchen Wasser, bis wir da ankommen. Also man hat hier oben in der linken Ecke die Anzeigen, einmal das Herz, das ist quasi ja, der Lebensbalken, den Lebenspool, den man hat. Dann hat man am nächsten Fenster der Blitz, das ist quasi die Energie, die man hat, die benötigt man, um ja, zu kämpfen und so weiter. Wenn ich jetzt hier kämpfe, ja, dann geht die Energie runter, wie man sieht. So, der nächste Balken ist quasi, ja, wie viel Wasser, also wann ich wieder Durst habe, wann ich was trinken muss, wenn der auf Null geht, dann stirbt man. Ja, der nächste mit der Keule, der ist quasi, ja, wie viel Hunger ich habe, wann ich wieder was essen muss. Und ja, dann ganz klar, die XP, die man hier hat, man levelt hier ganz normal, Endlevel hier aktuell Level 60. Ja, der nächste Anzeige, dieser Amboss oder was es darstellen soll, der zeigt an, wie viel wir laden können, wie viel in unserem Inventar ist. Aber hier haben wir erstmal noch ein Tagebuch. So, bin eine Stufe aufgeschrieben. Ja, das Tagebuch. Ein Stück Kohle und ein paar Blätter werden wir an diesen Gott verlassenen oder das Tagebuch dienen müssen. Vielleicht werden meine Worte in Zukunft ein unglückliches Seelen nutzen, einer Seele nützlich sein. Und verlorene Seelen scheinen es in diesem Land viele zu geben. Sobald ich meine Fesselung ans Kreuz entkommen war, erkannte ich, dass ich in meinem Schicksal nicht alleine war. Zwei andere bemitleidende Narren waren in der Nähe gekreuzigt worden. Ein toter Zamoraner und ein wild dreinblickender Barbar. Guck mal, unser Wasser ist noch gut, ja. Es sieht aus wie einer jener Wilden, die die Nordgrenzen der nördlichen Aquilonien heimsuchen. Ein Chimerier. Seine stechenden Augen und seine mürrischen Ausdruck ließen mich zweifeln, aber ich beschloss dennoch, ihn zu befreien. Dies ist kein Schicksal für einen Mann. Braga, so lautet sein Name, ist schroff und unzivilisiert. Er hat mir angeboten, gemeinsam zu reisen und seine Schuld bei mir abzutragen. Er ist schwer verwundet. Hätte man ihn doch nicht wie mich mit Lederriemen ans Kreuz gebunden, sondern dort festgenagelt. Ich habe im Nordwesten eine Brücke entdeckt. Brücken bedeuten Wasser und daran mangelt es uns. Ja, das haben wir hier gefunden und wir nehmen direkt mal einen Schluck Wasser, jetzt wo es sagt. Genau, der Amboss sagt quasi, wie viel wir in unserem Inventar mit uns tragen können. Das können wir über das Level dann noch erhöhen. Und ja, hier kann man das Inventar nicht einfach vollpacken. Alles, was man mit sich rumschleppt, ist Gewicht. Und ja, wenn wir hier überladen sind oder zu voll sind, dann werden wir langsamer und so weiter. Ja, und die letzte Anzeige, wo die Sonne zu sehen ist, da wird quasi gezeigt, wie unsere Temperatur denn, also wie wir uns fühlen. Ist uns warm, ist uns kalt, frieren wir, schwitzen wir? Ja, hier eine Fledermaus, die fliegt hier weg. Schwitzen wir oder... Ah, hier oben, den Typ hat sie hier ja, umgehauen wahrscheinlich. Und auch hier liegt wieder ein Tagebuch. Ja, der liest es halt jetzt hier vor und ja, wir haben schon wieder ein Hunger, ein Durst. Drücken wir nochmal drauf und müssen uns jetzt beeilen, dass wir hier das Wasser erreichen, um hier ja, uns voll zu trinken und unseren Wasservorrat hier wieder aufzufüllen. Ja, und unterwegs hat man gesehen, sammle ich immer schön die Steine, Äste und dieses Geflecht. Das brauchen wir dann gleich für die Berufe. Man hat hier Berufe, man stellt sich hier quasi alles selbst her. Und indem man die Taste E drückt, geht man da vorbei, hebt das auf. Man kann auch während dem Laufen einfach E gedrückt halten und sobald er dann hier was findet, dann hebt er das auf, ist ganz praktisch. Man braucht da nicht auf der E-Taste rumhämmern jedes Mal, wenn man hier irgendwas sieht. Und geht einfach vorbei und ja, und dann hebt er das hier auf. Und ja, die Sachen brauchen wir jetzt dann auch gleich.
um uns hier die erste Waffe und so weiter herzustellen. Deswegen ruhig auf dem Weg zum Wasser hier schon mal kräftig einsammeln, was man denn so zum Einsammeln findet. Damit wir hier auf jeden Fall die erste Nacht überleben und uns hier schon ein bisschen ja, eine Matratze auflegen können. Das ist hier die sogenannten Speicherpunkte, so ein Bett. Ne? Ja, wenn wir sterben, sind wir sonst quasi wieder ganz am Anfang. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir hier uns unser Nachtlager aufbauen. Und hier können wir schon mal so ein paar Eier mopsen, die können wir dann essen. Unser Nachtlager hier aufbauen, damit wir ja, nach dem Auslocken und auch nachdem wir vielleicht mal sterben, hier wieder einen Speicherpunkt haben. So, und jetzt sind wir hier am Wasser angekommen und jetzt ist erstmal alles ein bisschen cool, weil jetzt haben wir genug zu trinken. Essen reicht auch noch eine Weile und können das jetzt hier mal auf uns wirken lassen. Ja, ich finde dieses, also die Grafik hier in dem Spiel und die, das hier in der Wüste hier wirklich sehr, sehr schön. Und ja, und so sind wir jetzt quasi, haben wir die Charaktererstellung, haben den Weg ja in unsere, zum Wasser geschafft. Und ja, dann würde ich sagen, das sollte für die heutige Folge reichen. In der nächsten Folge werden wir hier auf jeden Fall unser Lager aufbauen, werden uns um die Berufe kümmern, werden die ganzen Level und so weiter, wie das alles funktioniert, werden wir alles in der nächsten Folge erfahren. Ja, für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, ja, meinen Kanal abonniert, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ja, schreibt doch mal in eure Kommentare, ob ihr das gut findet. Soll ich hier Conan Exiles weiterspielen? Soll ich da ein richtig großes Let's Play draus machen? Oder einfach nur mal hin und wieder eine Folge vielleicht, wo man mal sieht, wie das alles funktioniert? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr drüber freuen. Und ja, ihr seid die Zuschauer, für euch mache ich das und von daher sollt ihr auch ein bisschen hier mitreden können und wollen. Ne? Also dann, schreibt was in die Kommentare und ich sage für heute Tschüss und Bye-Bye.